Hallo YouTube und willkommen zu diesem Guide, in dem ich euch einmal kurz zeigen und erklären möchte, wie ihr verschiedene Karakuris freischalten könnt. Falls ihr euch wundert, wieso der ein oder andere im Multiplayer dicke Wände, dicke Maschinen, die richtig Damage raushauen, schon bauen kann und ihr nicht, hier sollt ihr die Lösung dafür bekommen. Die Lösung dafür finden wir hier in unserem Karakuri-Tree oder so ähnlich wird das Ganze bei euch ausschauen. Und wenn wir jetzt hier einmal durch die Gegend switchen, finden wir hier ein Porträt von einem Monsterchen, was wir umhauen müssen. Speziell handelt es sich hier um die Elementarlaterne und ganz unten sehen wir Voraussetzungen. Als Voraussetzung haben wir die Kiste und den kleinen Propeller, mit dem wir durch die Gegend fliegen können. Jetzt wissen wir, was wir dabei haben müssen. Anhand des Monsters können wir nicht eindeutig sagen, was es für ein Monster ist. Deswegen springen wir eben einmal auf die Karte, wechseln in das Kapitel, wo ihr euch gerade befindet. Oder wir können natürlich auch in ein anderes Kapitel wechseln. Und hier finden wir jetzt das Porträt, was wir eben in unserem Tree gesehen haben. Das ist der Donnermarder. Das heißt, ich muss jetzt zum Donnermarder, ich muss gegen ihn kämpfen, muss bestimmte Basis-Karakuris dabei haben und dann habe ich potenziell die Chance auf einen Geistesblitz in einem Kampf und kann dann quasi ein neues Karakuri freischalten. Bevor wir allerdings in den Kampf springen, sollten wir noch einmal zu diesem kleinen Jungen, der befindet sich in der Stadt direkt rechts neben der Schmiedin. Und wenn wir mit dem kleinen Typen sprechen, können wir einmal die Ausrüstung ändern und auch unsere Basis-Karakuris anpassen. In dem Fall haben wir eigentlich alles dabei, was wir benötigen. Aber ihr seht, ich habe hier unten alle Basis-Karakuris zusammen. Wenn ihr quasi eine bestimmte Kombination benötigt, gerade in Bezug dann hier auf den Flock und den Himmelsanker, die bekommt ihr dann später in Game. Vergewissert euch, dass ihr sie auch den vier Basis-Karakuris zugewiesen habt. Sonst werdet ihr dieses neue Karakuri, was euch dann diverse Vorteile bringt, nicht freischalten. Nun befinden wir uns einmal in einem Kampf, wo ich gleich ein Karakuri freischalte. Wir kämpfen einfach ganz normal gegen das Monster, müssen auf nichts Großartiges achten. Und potenziell in diesem Kampf haben wir jetzt die Chance. Es ist nicht garantiert, dass durch einen Geistesblitz das neue Karakuri ausgelöst wird. Dann erscheinen, so wie hier auch auf dem Monitor zu sehen, verschiedene Knöpfe, die wir drücken müssen. Das sind im Endeffekt die Karakuri-Basisbausteine, die wir benötigen, um das große, neue, mächtige Karakuri zu bauen. Wenn wir es erfolgreich gebaut haben, werden wir auch nochmal gleich sehen, dass uns angezeigt wird, welche Basis-Karakuris wir benötigen, um dieses Konstrukt zusammenzubauen. Und ab diesem Punkt habt ihr euer neues Karakuri freigeschaltet. Werdet ihr in dem Aufbauprozess angegriffen von den Gegnern, dabei gestört, dieses Karakuri aufzubauen, müsst ihr das Ganze nochmal durchführen. Heißt, ihr braucht nochmal einen neuen Geistesblitz, der potenziell auch ein wenig dauern kann. Wenn ihr Glück habt, bekommt ihr das gleich im ersten Kampf gegen das Kemono. Wenn ihr Pech habt, müsst ihr wirklich sehr häufig gegen ihn kämpfen, bis der Geistesblitz ausgelöst wird. Haben wir einmal ein Karakuri freigeschaltet, müssen wir uns natürlich A merken, was für Basis-Karakuri er benötigt, damit wir es aufbauen können. Die Summe kann man sich eventuell nicht merken. Deswegen gehen wir einmal zurück hier in unsere Karakuri-Map und ich gehe jetzt hier zum Beispiel einmal auf den Stampfer. Wenn wir den Stampfer in diesem Menü auswählen, seht ihr, unten rechts wird uns angezeigt, welche Basis-Karakuris wir brauchen, um den Stampfer aufzubauen. Das funktioniert natürlich auch potenziell hier für alles, was wir hier freischalten können. Also wenn ihr einmal nicht wissen solltet, was benötige ich, um ein bestimmtes Karakuri aufzubauen, schaut einfach hier nach. Hier findet ihr alles. Und damit wäre ich auch schon durch mit meinem Guide. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen und ein wenig Klarheit verschaffen, wie ihr die verschiedenen Karakuris freischalten könnt,
was ihr dafür machen müsst und was ihr dafür auch beachten müsst.